Yo, yo, was geht ab? Willkommen zurück zu Folge 5. Folge 5, so wie immer. Neuer Gast am Start. Stell dich kurz vor. Ich bin der Elio. Yes, war eine sehr, sehr geile Folge über Tattoos, Artists, alles drumherum, Intim-Tattoos vor allem. Ja, Mann. Steife Pimmel. Schwänze und Scheiden wurden tätowiert. Nicht. Vielleicht noch. Vielleicht noch. Zieht euch die Folge rein. Und zieht euch auf jeden Fall die Folge rein, habt Spaß, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify, TikTok, überall wo wir vertreten sind. Überall Katertalk. Ihr habt auch safe einen Insta-Account, oder? Ja klar, Tattoos ist das Karlsruhe. Yes, check den Laden aus. Natürlich auch, als Artist, oder? Also ja, ich hab noch natürlich Lo Siento Tattoo, yes. Ist auch verlinkt. Abchecken, Freunde, viel Spaß. Haut rein, viel Spaß mit der Folge, war nice. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yesterday's price is not today's price. Yo, 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 was geht ab? Hello, Kader hello. Talk. Was geht ab? Folge 37. Ja, Mann, da sind wir wieder. Yes. Zurück in euren Fressen. Mal wieder mit einem Gast. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Elio. Soll ich noch sagen, was ich arbeite? Ja, erzähl kurz irgendwas raus, über dich. Bisschen, okay, ja, ich bin der Elio. Ich bin 91 Baujahr, bin 33 Jahre alt geworden. Ich arbeite als Tätowierer bei Tattoos ist das Karlsruhe. Und ja, meine Hobbys sind Gitarre spielen und ab und zu mal Mode, bisschen abchecken und sonst einfach ein bisschen rausgehen. Nice, okay. Gut, trifft sich überein mit unseren Hobbys auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Habe ich vorhin schon gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, pasch auf jeden Fall hier rein, safe, Hobbys und so. Ja, Mann, dann kannst du eigentlich auch gleich loslegen, was du anhast, erzähl mal. Was ich anhab, also ich glaube, die Schuhe brauchen keine Erklärung. Ja, Mann, stark auf jeden Fall. Mounts, Diesel, super Baggy Pants, so ein Akne. Ewig altes Akne-T-Shirt, das hat, glaube ich, früher so gut wie jeder gehabt. Ja, ja, ich habe das auch in Weiß. Ich habe einfach so viele Sachen immer noch im Kleiderschrank stecken, weißt du? Und irgendwie denke ich mir so, das hat jetzt eh wieder jeder verkauft und irgendwie hast du es jetzt an und das hat kein Mensch mehr, weißt du? Ja, true. Das ist auch ein nices Basic, so, Digga. Kannst du wieder tragen. Safe, safe. Gerade mit der Silhouette und sowas, weißt du, oben wieder ein bisschen enger und unten so breiter. So. Ja, Mann. Ja. Finde ich ganz nice. Ja, so. Kennt auch jeder an Vane Studios, ja. Ja. Diese Crop-Hoodie, Zip-Hoodie und ja, hier Chimi, Sonnenbrille. Hat eigentlich keinen Zweck, sieht noch cool aus. Ne? Ja, muss, Digga, hat auch einen Zweck dann. Ja, ja. Ja. Stark auf jeden Fall, wirklich. Sieht schön aus. Danke dir. Yes, sir. Yes. So, ich trage weitermachen. Buffalo Stiefel, darüber blaue Baggy Jeans, Shirt von Vetmore. Eine Ray-Ban Sonnenbrille und eine Trucker-Cap, Schmuck wie immer. Grill. Ja, Mann. Grill yes. Denn? So. und ja, Mann, das war's. Darfst du gerne. Ich trage unten die Balenciaga Track Runner, Baggy Pants von Weekday, Oberteil Merch von Post Malone, von Hollywood's Bleeding Album, von, glaube ich, 2019. Hab den vor ein paar Jahren geisteskrank abgefeiert, so. Ich fahre dann immer noch, aber ja, die Schiene, die er jetzt fährt, so dieses Komplett-Country, ist jetzt nicht... Kannst du nicht so daily kann geben. Ja, nicht mäßig. So daily geben, ja. So, aber die alten Sachen sind von ihm geisteskrank. Für mich auch ein kranker Star-Typ, so. Der ist durch und durch Star-Künstler. Naja, Künstler, der ist krass. Und ja, Mann, deswegen heute Merch von Post Malone, Sonnenbrille von Prada und Schmuck, so wie immer. Yes, sir. Nice. Ja, Mann. Sehr schön. Was ging am Wochenende bei dir? Ja, Mann, erzähl. Boah, am Wochenende, glaube ich... Ging nicht so viel. Also ich war freitags, glaube ich, weg. Wo war ich denn? Ich war, glaube ich, in der Donaubar. Da war eine alte Freundin von mir, die Liri, die kennst du auch. Ah, ja, Mann. Ja. Die war zu Besuch aus der Schweiz. Gute Freundin, bisschen gequatscht, dann ein bisschen einen über Durst getrunken. Ja, war nicht ganz so gut. Dann willkommen bei Kader Talk. War, ja, bisschen arg viel getrunken, dann irgendwie im Hello Club gelandet. Wo ich mich eigentlich, ich bin gar kein Clubmensch mehr, ich fühle mich da irgendwie immer zu alt, mäßig, weißt du? Ja, ja. So, auch wenn ich nicht so aussehe, mäßig, aber keine Ahnung, man fühlt sich irgendwie schon so ein bisschen unwohl, manchmal, ja. Obwohl man alle Leute kennt, so. Ich sag's dir, wie es ist, so, das, also ich weiß, ich konnte letztes Jahr an einer Hand abzählen, wie oft ich im Club war, so. Ich war dieses Jahr, glaube ich, einmal feiern, so. Das lässt irgendwie voll nach, umso älter man wird, umso weniger gehst du in den Club, ich feiere mehr so dieses Bar.
Hopping-mäßig. Du gehst von Bar zu Bar, triffst dort Kollegen. Ja. Man kann sich wenigstens unterhalten. Ist jetzt nicht so, dass die Leute dann im Club, wenn du sie triffst, anschreien musst. Und ja, ja. Im Club ist immer so drüber, Alter. Geisteskrank. Das stimmt. Ja, Mann. Aber sonst, ja, Hello Club gelandet. Dann irgendwann total verschwitzt morgens nach Hause. Dann nächsten Tag, ja, wir wissen ja, wie es ist. Dann ausgekatert. Erstmal auskatern, ja. Ja, nice. Ja, stark. Aber Hello Club, was ging da echt noch was so? Weil ich habe in letzter Zeit immer nur gehört. Ich bin dir ehrlich, ich war da mit einem Kollegen und normalerweise war es bei uns immer so, ja, ihr seht ja, wie ich aussehe und sowas. Die Türsteher denken immer so, okay, der wird ein Problem irgendwann, weißt du? Ja, ja. Obwohl ich eigentlich echt voll der nette Kerl bin, ja. Also muss ich sagen, so, jeder, der mich kennt, der wird. Jeder, der mich kennt, der wird mir da zustimmen. Und, aber da ist halt schon dann öfter das Problem, einfach so die Silhouette, so wie man sich gibt und sowas. Ja, safe. Ich bin tätowiert im Gesicht, na, allgemein stark tätowiert, dann habe ich normalerweise dunkle Haare, Vollbart, das ist sowieso immer ein Dorn im Auge, ja. Ja, ja, klar. Und ja, normalerweise heißt es dann, ja, habt ihr reserviert. Ja, ja. Aber jetzt in letzter Zeit wirklich, also ich glaube, das hat angefangen so nach Corona, dass die Leute einfach keinen Bock mehr hatten, wegzugehen. Mhm. Und jetzt wirklich, also du kommst in jeden Club rein, so egal, ob du jetzt 5 Kerle dabei hast oder nicht. Ja, also im Normalfall, die sind froh, wenn du überhaupt reinkommst, ne? Ja, safe. Ja, mittlerweile schon safe, ja, Mann. Ja, hat schon arg nachgelassen. Aber echt, wie du sagst, seit Corona eigentlich so. Ich kann halt null sagen, wie im Moment die Clubszene ist so, weil ich halt echt kein Teil mehr davon bin. Deswegen, also auch wie du sagst, so seit Corona war ich echt nicht so viel feiern. Ich hatte so ein Jahr, wo wir trotzdem ein paar Mal weg waren, so. Aber ja, so wie das im Ausmaß hatte mit 18, 19, 20. Ja, safe. Hat es auf jeden Fall nicht mehr so krass. Ja, man, safe. Ja, man, dann Sonntag ausgekatert, ja? Ja, Samstag, Sonntag ausgekatert. Achso, okay. Das ist zwei Tage schon. Ja, zwei Tage. Ja. Fühl ich definitiv. Ich bin ein Stück älter als ihr, ich brauche 2 Tage zum Auskatern. Ja, Digga, jetzt schon irgendwie gefühlt, Alter. Ja, ja, man. Bevor wir mit dem Wochenende weitermachen, würde ich ganz kurz hier die geisteskrank schöne Location erwähnen, Alter. Ja, Mann, mitten in Karlsruhe. Es geht aber. Professionell so machen. Ja, geht doch. Wo sitzen wir, Marlon? Du hast den Vorschlag gebracht. Ja, Mann, geil. Karlsruhe, Gottesauer Schloss, ne? Wir waren ja hier am Sonntag, gestern, war so Skate-Contest von Titus, von Benne. Und dann haben wir gesagt, komm, gehen wir vorbei. Und dann sind wir auch hier vorbeigesteppt so und dann ist mir in den Sinn wiedergekommen. Aber ja, Mann, echt sehr nice Location, so draußen halt. Ja. Kommt schon sehr geil. Sehr nice. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst, dass das Wetter noch komplett kippt. Ja, auch der Wind, hoffentlich wird es nicht stirbt zum Anhören, aber. Aber wir machen das Beste draus auf jeden Fall, solange es nicht regnet, ist alles gut. Yes, safe. Ja, Mann. Dann Wochenende, du wolltest weitermachen. Ja, Freitag eigentlich nicht viel passiert. Mit Freundin gewesen, gechillt, ganz entspannt, daheim. Samstag dann bei Julius gewesen, haben wir ein bisschen Mucke gemacht zusammen. Ja, was macht ihr für Mucke? Hip-Hop, Rap. Hip-Hop, okay. Ja, Mann. Ja, kann ich dir noch zeigen, ein bisschen was. Gerne. Gerne, ja. Und dann Samstagabends auch mit Freundin tatsächlich. Die hat noch Geburtstag gefeiert, die hatte am Montag. Waren wir noch was essen so mit einer Freundin von ihr, der Freund von dem, so Doppeldate-mäßig. Ist nicht ausgeartet? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Langweilig. Ich hab's. ja, Mann, und dann sonntags, auch schon recht früh, haben wir uns wieder getroffen, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Hier beim ODP war Skate-Contest von Titus Karlsruhe. Mhm. Können wir bestimmt auch ein paar Videos einblenden, war eigentlich echt ganz geil so. Ich meine, wir haben halt keine Ahnung, so im Großen und Ganzen, weißt du, was da so abging. Wir haben auch immer gesagt, was ist jetzt Halbfinale, Viertelfinale, wer ist hier gegen wen und was geht ab so. Ja. War ein bisschen durcheinander, aber so ästhetisch der Vibe, halt der geil, Vibe der und Vibe so Vibe war und so. Einfach nice, safe auf jeden war Fall. Echt nice, ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, und jetzt hocken wir hier wieder, Bivo in der Hand, geil. Ja, ich trinke das tatsächlich das erste Mal und ich muss sagen, also das ist schon so ein Sommerbanger. Also ich trinke sonst nur Jackie Cola. Yeah. Wirklich, also bei mir, keiner meiner Freunde muss mich überhaupt fragen, was ich trinken will. Die holen mir direkt Jackie Cola, weil ich trinke nichts anderes. Also ich trinke schon auch nichts Alkoholisches. Wasser halt, ja. Wasser auf Techno-Veranstaltung. Cola Zero oder so. Aber ich bin dir ehrlich, das ist schon nice. Ne? Also ja, so man safe. Kleine Schleichwerbung. Ja, ja, Produktplatzierung müssen wir einblenden. So. Ja, safe, ja, Mann. Was ist mit Zitrus und Wodka? Aber ist da Wodka drin auch? Ist halt die Frage, ja, gell? Also es schmeckt so ein bisschen, als wäre da Alkohol drin. Ne? Also ja, ein bisschen andere Alkohol drin. Als Bier. Ja, Mann, kann schon gut sein, ja. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall schön. Was hast du getrieben am Wochenende? Am Freitag habe ich gar nichts gemacht. Einfach gechillt so, weil ich war am Samstag verabredet mit einem guten alten Kollegen von der Berufsschule damals. Und immer, wenn ich den Kollegen treffe, adert es immer ein bisschen aus, deswegen habe ich mich entsprechend darauf vorbereitet. So. Doppeldate, also mein Kollege Christian auf jeden Fall, Grüße gehen raus, ist
nach Pforzheim gekommen mit seiner Freundin. Und ja, dann bin ich gemeinsam mit meiner Freundin, haben uns dort getroffen, in so einem Steakhouse. Ah, noch ganz kurz, wir waren davor, ich war davor, auch Shoutouts gehen raus, mit meiner Freundin im Vintage Revivals in Karlsruhe. Da war eine kleine Veranstaltung mit einem DJ von 11 Uhr morgens bis 19 Uhr so. Du hast auch, glaube ich, 20% aufs erste Piece bekommen, oder aufs teuerste Piece. Oh, das ist nice. Ja, safe. Und ja, man, dort dann für ein Stündchen hin. Grüße auch an Philipp Tedens auf jeden Fall. Kennst du das, Vintage Revivals? Nee, noch nie gehört. Geiler Vintage-Laden eigentlich. Gar nicht in Vintage drin. Okay, ja, dann. So, ich feiere viele Sachen, die man sich da holen kann. Also ich habe ja auch in Berlin mal gewohnt. Und da ist es gang und gäbe, dass irgendwie jeder mit Vintage rumläuft. Ja, ja. Ultra Berlin ist Hardcore-Szene so. Pop-Up-Stores und sowas da. Aber tatsächlich war auch öfters mal in sowas drin, aber ich habe keinen Bock da eine Stunde lang da die Sachen durchzukramen. Ja, das mag man nur noch mal. Ich feiere das zum Beispiel. Ich mag das so, Schätze raussuchen. Es gibt die Leute, die mögen das, aber ich weiß ganz genau, was ich will. Dann gucke ich da im Google, wo kriege ich es am günstigsten. Ja, und dann schnappe ich mir das da, weißt du. Ja, safe. Also auf dem Film bin ich eigentlich auch eher. Also wir haben schon öfters so gehabt, er ist so schon Vintage-Typ so. Ich kriege da die Krise, wenn ich in den Laden gehe und erstmal eine Stunde suchen muss, bis ich einen Teil finde, das ich anprobieren würde. Und dann ist am Ende erst. oder die Größe ist nicht da oder I don't know. Deswegen Vintage ist es auch nicht so krass, mein Film. Aber ich unterstütze natürlich halt den Kollegen von mir. Tatsächlich dort auch fündig geworden. Er hat mir ein paar Sachen zurückgelegt, wo er meinte, das kann ganz gut passen so. Ja, man, dann Stündchen dort gewesen, zwei, drei Wein getrunken auf leeren Magen, hat dann auch wieder direkt gescheppert. Reingescheppert, so muss man sagen. Ja, und dann war ich im Tangos, heißt es, glaube ich, Steakhouse in Pforzheim. Ja, gemütlich essen, schön argentinisches Rumsteak, Flasche Wein dazu. War ganz nice. Danach sind wir noch ins Ozon in Pforzheim. Ich weiß nicht, kennst du dich in Pforzheim ein bisschen aus? Ja, ich kenne ein guter Freund von mir, kommt aus Pforzheim. Yeah. Der ist DJ dort. Vielleicht kennt ihr den, DJ Karim. Karim? Ja. Der hat Geburtstag gehabt jetzt am Samstag. Einer meiner besten Homies und Laber. Von uns, ja. Alles Gute nochmal nachträglich, gell, also, auf jeden Fall. Grüße auch auf jeden Fall an ihn raus, falls er das sehen sollte. Ja, safe. Ich denke, der wird auf jeden Fall das sehen, ja. Ja, Mann. Ja, ich hab den vor 2 Jahren auf dem Vasen kennengelernt, durch meinen Kollegen Christian. Mhm. Wir haben da einen geilen Abend gehabt auf jeden Fall. Danach auch noch nach Pforzheim in Salt and Pepper. Salt and Pepper, ja. Ja, ja, da so liegt ein bisschen er oft Techno. Auf, und aber in Ozon hat er jetzt seine eigenen Partys die ganze Zeit gehabt, die Raveyard Series. Ja, man. Und dann im Ozon noch gewesen für ein paar Getränke. Und ja, rotzevoll gewesen am Ende vom Abend. Das ist immer in dieser Location. Ja. Die lädt einfach dazu ein, es ist saugemütlich. Geiler Laden, Ozon ist richtig geil, wirklich. Ja, ja. Und dann Sonntagmorgen aufgewacht, wirklich geisteskranken Kater schon wieder gehabt, ey. Keine Ahnung, man ist nicht mehr. Das Problem ist, wenn man durcheinander trinkt, dann Haufen Kurze und so, das fickt deinen Kopf irgendwie. Deshalb bleib ich nur bei einer Sache, Jackie Cola, weißt du? Ja, ist so, Digga, das ist wirklich besser. Die Kurze, die knallen wirklich immer. Weil wann warst du daheim? Um 11 hast du gesagt, Digga. Ich war um 11 oder um 11:30 schon daheim, weil so, Digga. Und am nächsten Tag waren wir ja hier, Digga, du hättest ihn, der hat sich an kein Bier getraut, Alter. Du musst ihn richtig überreden, Digga. Ich war so am Arsch, Mann. Meine Freundin muss mich echt aus dem Bett scheuchen, so, weil sie gesagt hat, ey, du hast doch dich verabrede mit Marlon und Julius, so geh doch da hin und so. Und ich so, ey, nee. Und dann musst du den Kader bekämpfen, Digga. Aufstehen, bisschen ein paar Runden laufen, bisschen frische Luft, Wasser trinken und dann geht es schon. Ja, man, dann halt mittags dann mit den Kollegen hier getroffen beim Skaterpark. Bei dieser Veranstaltung war ganz cool. An so einem Tag trinke ich sehr gerne, aber ich war so am Arsch, Digga. Es ging gestern echt nicht, Mann. Ja, man, danach sind wir noch auf die Messe. Oh ja. Wollten eigentlich noch einen Langosch essen. Aber geht da was auf der Messe? Ey, also, Digga, das muss man jetzt piepsen, ist mir scheißegal, aber ohne Scheiß. Wirklich. Die ganze ich hab Zeit gestern und so. Aber genau so stelle ich mir Messe mittlerweile vor, ja. Dort kann man einfach nicht mit Karte zahlen, sprich für mich ist der Langosch dann in die Hose gefallen so. übelst ass, war jetzt nicht so nice. Und dann nach Hause gelaufen, also Richtung Auto gelaufen von der Messe. Stimmt. Und dann ist so eine Gruppe von Mädels entgegengelaufen. Und dann ein Mädel so, einfach genau in der Stimmlage, wie wir es immer sagen, Kader Talk, hat uns einfach so erkannt. Ich glaube, das allererste Mal, wo wir irgendwie so auf der Straße erkannt jetzt wurden. Jetzt werden die langsam prominent, ja. Ja, brutal, Alter, geisteskrank. Aber es war schon wild, so. Wir haben uns so den Arsch aufgelacht, Alter. Nee, wirklich so perfekt in dieser da freut Stimmlage. Man sich auch bestimmt, safe war schon, dass man so erkannt wird auf der Straße. Ja, das war schon witzig. Das ist auf jeden Fall zum Wochenende, ja, Mann. Ja, dann könnten wir eigentlich direkt in die Fragen reinsliden, wenn du ready bist dafür auch, ne? Ja, ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber... Brauchst du auch nicht arg, das kriegen wenn wir schon hin. Wenn die Antworten erst sind, dann müsst ihr es halt schneiden.
Dann fange ich einfach mal, also es geht natürlich um Tattoos, ne? Und die, die es noch nicht gedacht haben. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Eben. Und dann wäre die erste Frage, was war denn dein allererstes Tattoo? Und mit wie vielen Jahren hast du dir das stechen lassen? Boah, mein allererstes Tattoo war mit 17. Das war eine Lotusblüte. Und so der Plot-Twist ist, ich habe das mir bei einem Lehrling stechen lassen. Und dem sein Lehrer ist mein Lehrer jetzt auch gewesen. Ja, ah, was? Okay. Und der Typ ist jetzt mittlerweile übelst bekannt in Deutschland. Der Clemens Hahn ist das. Okay. Das war eines seiner ersten Tattoos, so als Azubi. Mhm. War auch nicht schlecht so, aber ich hatte damals vor, so einen Blumenarm zu machen. Ja, es gab damals eine Band, die hieß Suicide Silence, so eine Metal-Band. Und der Mitschlacker, der hatte so einen total geilen, farbigen Blumenarm. Ja. Und das wollte ich unbedingt auch haben. Ja, ich war damals 16, mit 17 habe ich dann das Go bekommen. Ja. Aber dann irgendwie habe ich das so angeguckt, okay, nee, sieht irgendwie schwul aus. Ja. Und dann habe ich angefangen, alles zu covern. Und ja, irgendwie ging es ziemlich schnell. Also ich glaube, ich war nach 3 Jahren eigentlich schon fast voll tätowiert. Krass, ne? War aber auch irgendwie so mäßigerweise gezwungen, weil irgendwie ich war in einer Metalband, wie ich euch vorhin schon erzählt habe. Ja. Yeah. Und da wurde es halt eigentlich erst so richtig wahrgenommen, so wenn die Band halt tätowiert war oder sowas. Ja, weißt du? Fühle ich, ja. Das war einfach so, das gehört dazu, so Rock, Metal mit total voll tätowierten Leuten und sowas. Ja. Und das hat einfach so in der Szene damals, wo ich mich bewegt habe, natürlich auch so ausschlaggebend so irgendwie bei mir irgendwie den Reiz gesetzt, so okay, ich muss mich jetzt schnell zuhacken. Ja, ja. Da bin ich aber Gott sei Dank jetzt nicht so gewesen, wie die meisten heutzutage sich selber verunstalten oder irgendwo, was weiß ich, beim Kolleg hinten besoffen auf der Couch oder sowas. Also ich bin echt froh, dass ich da so 90% richtig gute Sachen habe. Ja, ja. Und vielleicht 10% Schund aus meiner Lehrlingszeit, wo ich mir selber getackert habe, ja. Ja, ja, ja. Klar, aber das ist halt auch ein Vibe dann. Also gerade wenn du selbst lernst und dir dann selbst auf der Haut ausmachen kannst, habe ich ja gerade auch gesagt. Also zu dem Thema muss ich sagen, ja, auf deiner eigenen Haut so, da tut's nicht so weh, ja. Aber in der Lehrlingszeit, wenn du dann halt so nach, okay, ich tätowiere jetzt 3 Jahre, ja. Wenn ich jetzt die Tattoos sehe, die ich mal am Anfang gemacht habe, dann denke ich mir so, ey, fuck, warum hat mich keiner aufgehalten, so, weißt du? Ja, ja. Und das ist auch das, was ich hoffe, wenn sich das jemand anguckt, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, so, ich will tätowieren und sowas. Macht es gerne, wenn ihr das drauf haben wollt, also so künstlerisch begabt seid und sowas und euch voll reinhängen wollt, da kann immer was draus werden, da kann man gut Geld machen, man kann reisen, man hat so viele Möglichkeiten, du kannst in jedem Land den Job machen. Ja, Mann. Ja. Aber ganz wichtig, ich hoffe, das erreicht viele Leute, macht eine richtige Ausbildung. Also geht zu einem Meister, geht in einen Shop rein und sagt so, ey, ich will das richtig lernen und fangt nicht an, zu Hause da irgendwelchen Scheiß zu machen, die Leute zu verunstalten, weil das ist immer noch Körperverletzung, weißt du? Ja, ja, die Leute kommen bei uns in den Laden rein, die müssen was unterschreiben. So ich, ja, klar. So, ich vergewaltige jetzt deine Haut mäßig, ja, weißt du? Ja, ja, klar. Ja. Und ja, wenn du nicht zufrieden bist und sowas, ja, da habe ich aber deine Unterschrift, weißt du? So gesehen, ja. Ja, ja, dumm safe gesagt, aber es ist halt so, ne? Also, ja, safe, safe. Da muss man auch schon irgendwie so ein bisschen gucken, was das eigentlich bedeutet, ein Tattoo zu stechen, weil das ist nicht einfach so, jetzt mal ein Bild gemacht von jemandem oder, keine Ahnung, mal einen Zehner geliehen. Ah, ja, das bleibt für immer. Das hast du für immer, ja, safe. Und es ist halt auch kein geschützter Beruf, ne? Und das ist halt, ich finde es auch ganz, ganz krasse Problematik geworden in den letzten Jahren, dass die Leute einfach die Relation dazu irgendwie verloren haben. Die wissen nicht, was das bedeutet, jemanden wirklich, also ein Stempel, ja? Also für immer, zum Beispiel früher, in meiner Zeit war das so, du wolltest Unterarme machen, Hand, Hals, der Tätowierer hat dir gesagt, du Hurensohn, sorry, Pieps. Nee, geht. Alles gut, das geht. Das geht fit, Alter. Der hat gesagt, du Nutten, verpiss dich, komm wieder, wenn du alles zu hast, ja, und dann als letztes mehr die Hände und Hals. Ja. Ja, ja. Heute ist andersrum, alle sind frisch 18. Ich habe Leute, die kommen bei mir in den Laden mit 16, mit ihrer Mutter und wollen Hände haben. Ja. Und die haben noch gar nichts tätowiert. Nee, weißt du? Ja, und ich denke mir so, Digga, und ich bleib da professionell und sowas, sag so, ey, ganz ehrlich, so, ich kann's dir machen, ich mach's dir aber nicht, weil erstens sieht es total bescheuert aus. Ah ja, das ja ist ja wack so. Das ist so richtiger Poser, voll, Poser-Scheiß. So, nur da, wo man es immer sieht. So. Muss ja nicht ja sein, ja, weil, okay, jetzt im Winter sieht's cool aus, wenn du 2 Hände tätowiert hast, aber im Sommer lacht dich jeder aus. Digga, wie sieht das aus wie Handschuhe, Digga? Ja, ja, total scheiße, ne? Also da muss man schon ein bisschen auch als Tätowierer drauf achten und sagen so, okay, ich gebe dem Kunden jetzt einfach die beste Advice und sag so, ey, fang mal klein an, ja, du weißt jetzt nicht, wohin geht dein Leben und sowas. So, bei mir war immer klar, ich will tätowieren. Mhm. Deshalb habe ich auch
aber trotzdem habe ich zum Beispiel Hals als letztes gemacht, ja? Ja, ja. Also mit 21 waren meine Hände auch zu, wa? Ja. Und damals war noch andere Zeit, vor 10 Jahren, weißt du? Da, ja, ja, da war das noch ganz anders verpönt und so. Da war schon schwer, in Einzelhandel überhaupt reinzukommen mit tätowierten Händen. Ja, weißt du, ja, wie ich meine? Und ja, jetzt haben sich die Zeiten geändert und das ist auch das Hauptproblem, ja? Die Leute wollen halt alle schnell was haben. Das ist die gleiche Sache mit diesen Fineline-Tattoos, ja? Mhm. Alle feiern das. Die Tätowierer belügen die Leute, die zeigen nur frisch gestochene Tattoos und sowas, weißt, die verhaltenen Sachen werden gar nicht gepostet. Ja, ja. Ja, die Leute denken, das bleibt so, es bleibt aber nicht so. Das hat aber auch technische Hintergründe, die will ich jetzt nicht näher erläutern, ja, weil das wird sowieso irgendwie keiner verstehen, weißt du. Aber es ist einfach so, dass einfach zu dünne Nadeln, ja, die verletzen die Haut einfach viel mehr, als wenn du eine fette Nadel hast, ja. Mhm. Und es, okay, vielleicht sieht es ein Jahr gut aus, ja. Ja. Aber als Tätowierer willst du ja, dass das dein ganzes Leben lang aussieht. Ja, natürlich. Du willst es ja auch, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse. Bei Tätowierern sagt man, bold will hold. Ja, die Oldschool-Tattoos. So, guck mal, mein Tattoo hier ist 16 Jahre alt. Ah ja, mit Farbe. Weißt? Hast du das nachstechen lassen aber oder so? Gar nicht. Nee, ich habe noch nie irgendwas nachstechen lassen. Krass, ja, krass. Aber ich habe auch fast nur Oldschool auf dem Körper, ja. Ja, ja. Weil das halt immer bleibt, ne. Aber halt die Trends gehen halt mehr in Realistik und sowas. Das verblasst, ja. Mhm. Also klar, es kann gut aussehen und sowas. Sage ich gar nichts dagegen. Aber du hast halt... Wenn du halt eine dicke Linie hast, die bleibt, ja. Und eine dünne, die wird entweder verblassen, entweder geht sie ganz weg, oder du hast Pech und die dünne Linie wird an 3 Stellen dicker. Dann musst du alles nochmal nachstechen auf die dicke. Ja, ja. Ja, dann hast du kein Feinlein mehr. Ja, ja. Und dann hast du ja nicht mal die Gewährleistung, dass jetzt die neue Linie nicht nochmal so aufploppt, weißt du? Ja, safe, ja, Mann. Das ist das Problem. Ja, klar. Ja, ja, Mann, krass. Was für Tattoos stechst du eigentlich am liebsten? Hast du irgendwie so Favorites, wo du während der Arbeit so voll Bock dran hast, so, oder sagst du, ey, ist alles für mich nice und... Nee, da bin ich tatsächlich gar nicht so der Fan von. Also, guck mal, ich habe so beigebracht bekommen, man muss alles können und alles mal probiert haben. Einfach, dass du eine Bandbreite anbieten kannst, ja. Also, dass du den Kunden dann nicht wegschicken musst, ja. Also, das ist ganz wichtig. Aber tatsächlich bin ich eher so der Typ, der schon weiß ganz genau, was für Stile er eigentlich am liebsten anbieten würde, aber es ist einfach... eine Sache von Angebot und Nachfrage, ja. Ja, okay, und in der Tattoo-Szene ist es einfach so, du hast halt für jede Sparte, für jede Nische, sage ich mal, einfach das passende Studio, ja. Ja, okay. Also, sage ich mal, will ich zu einem Black and Grey Künstler, gehe ich dahin. Will ich Oldschool Color haben, dann gehe ich dahin. Und Fineline gehe ich woanders hin, ja. Also da gibt's schon so die Studios, die sich auf Sachen spezialisieren und dementsprechend auch die Mitarbeiter, also die Tattoo-Künstler, natürlich so einstellen, dass die auch nur das anbieten können, ja. Ja. Dann gibt es wiederum andere wie bei uns. Also bei uns wird alles angeboten. Aber man muss auch sagen, so bei uns im Studio ist es auf jeden Fall so, dass viel Fineline geht, ja. Wir haben viel junge Kundschaft, vor allem weibliche Kundschaft. Die gehen natürlich mehr auf diese Fineline-Sachen. Und die männlichen Kunden gehen natürlich mehr so ins Black and Grey und Realistic, was jetzt auch momentan irgendwie so die meisten haben hier in Karlsruhe. Okay, ja. Also das ist halt auch nochmal so ein Faktor in Karlsruhe. Die Leute trauen sich weniger. Also die haben sowieso irgendwie allgemein in allen Belangen nicht so wirklich ihre eigene Meinung, finde ich jetzt. Also das ist nicht böse gemeint jetzt, aber das ist einfach so, wie es ist. Ne? Mhm. Also ich habe in Berlin gewohnt und da siehst du alles, ne? Also ja, du, ja, Mann. Und gerade als Tattoo-Künstler hast du dann immer Arbeit, ja? Egal, was du anbietest. Ja, Du findest auf jeden Fall irgendeinen, der es geil findet. Ja, ja? Ja. Und das ist halt in der Kleinstadt natürlich viel schwerer. Und da muss man sich wirklich quasi mit seinem Scheiß, den man machen will, wirklich einen Namen machen. Hm. Oder irgendwie, keine Ahnung, auf TikTok viral gehen oder irgendwas. Ja, ich denke, das ist auch mittlerweile so ein großes Ding, ne? Auf TikTok. Auf jeden Fall. Also Tätowierer, wirklich, es ist so... Guck mal, du gehst auch auf Instagram, du siehst ein cooles Tattoo, ja, scrollst weiter. Ja. Yeah. Also du gehst jetzt gar nicht erst auf sein Profil und checkst ab, ja, der hat geile Arbeit oder so. Ja, yeah, ja. Yeah, das macht niemand. Wo du hängen bleibst, ist natürlich, wenn ein Tattoo-Künstler irgendwelche so witzige Jokes und so Reels macht. Ja, so, okay, ich bin Tätowierer, ja, natürlich bin ich jeden Tag zu spät und sowas, weißt du? Yeah. Da bleiben die Leute dran kleben, ja, weißt du? Ja, klar. Und wenn die Leute das öfter posten und so das sind die Tätowierer, die dann 100.000 Follower haben, weißt? Ja, klar. Und die Leute mit manchmal 500 oder 1.000 Follower, die krasse Künstler sind, die bleiben voll auf der Strecke, weißt das du? Das ist halt wieder das, und das ist halt, Social Media hat auch diesen Beruf natürlich gefickt, so wie jeden anderen, ne? Safe, safe. Also jetzt, natürlich ein Handwerker wird da jetzt keine Probleme haben, irgendwo einen Job zu kriegen oder sowas, weißt du? Aber
Als Tätowierer. Aber da hast du das ja auch, wenn du als Handwerker zum Beispiel irgendwie so solche Videos machst und so weiter und so fort, bist du ja auch viel eher Kundschaft haben, die sagt, ey, ja, komm zu dem GEMA, die sind hier in der Umgebung oder was weiß ich. Okay, ja, also ist kann sein, aber so, kann ich nicht, also ich denke mal, also noch nie so wie es mir, ja. Ja, ja, nicht direkt so, aber nee, ich denke aber schon, dass das fast überall eigentlich so ist. Wenn du ja, ein bisschen Social Media Präsenz hast, so kriegst du automatisch mehr Kundschaft so. Okay, um auf die, deine Frage zurückzukommen, genau, ja. Ja, natürlich, also ich mag sehr Farbe, also ich mag so gerade so Oldschool und sowas, wie ich selber habe, und ich mag auch gerne Dark, also alles, was so komm mal in die Kamera. Max, zeig mal kurz das Tattoo. Ja, guck. Sowas. Also das ist hast du gestochen? Zeig mal kurz in die Kamera, oder? Ja, ja, perfekt. So, das habe ich gemacht für ihn. Wir sagen jetzt nicht, mal nicht, was da steht. Ja, das ist extra unerkenntlich gemacht. Okay, okay. Mehr oder weniger. Also jeder, der... Du wirst schon sehen, was da steht, ja. Aber, ja... Okay, ich glaube, ich weiß... Ja, ich muss mal das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so ein Shit, so, das ist zum Beispiel, das kommt viel in, aus Russland und aus England, ja, wo die Leute halt mehr so auf diesen Horror-Shit und sowas stehen, ja. Ja, schon sehr dunkel, düster so, ja, gell? Aber es sind eigentlich Letterings, also ich mag Letterings auch sehr gerne, ja, also ich kann es auch alles freie Hand aufmalen, so, das ist auch so ein Punkt, so, was ich sau gerne mache, einfach freie Hand auf der Haut aufmalen, ja, und sowas. Das ist auch weil nice. Das natürlich einfach für den Kunden auch so eine Experience ist, der dann sagt, weil... Das sieht natürlich viel besser aus, als wenn du jetzt einen Tätowierer hast, der einfach nur irgendwie was ausdruckt aus Pinterest. Ja, ja, safe. Das kommt nochmal künstlerisch rüber. Ja, so. Natürlich. So, das kommt einfach rüber, so, der ist Tätowier-Künstler, ja, nicht nur Tätowierer, kein Kopierer. Mhm. Der hat sich mit der Materie beschäftigt, der weiß, was du willst, ja, du sagst ihm das. Aber ich komme zu dir zu und sag so, ey, wollen wir nicht was, dass du was Eigenes auf deiner Haut hast, ja, ja? Ja. Dann, das kann man natürlich immer machen, indem man fragt so, ey, was sind deine Hobbys oder sowas? Wir können da irgendwas reinfließen lassen. Und das Motiv einfach so anpassen, ja. Und ich finde, das ist das Wichtigste auch am Tätowieren, ja. Was mir auch wichtig ist, egal was ich stechen muss, was ich immer anbiete, so, ey, lass was Eigenes draus machen, ja. Mhm, das ist mir sehr wichtig, aber wie gesagt, also ich mag so eine Sachen, Color, ja, und alles, was neotraditionell, also auch so, aber viel mit viel mehr Farbe und natürlich viel detaillierter. Ja. Ja. Ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, Farbtattoos, also Color, war das nicht verboten oder ist es? Das war verboten vor 2 Jahren jetzt mittlerweile. Und das geht wieder, oder wie? Das war tatsächlich nur ein halbes Jahr verboten, weil natürlich die Tätowierer haben alle eine Petition gestartet. Weil du musst jetzt sehen, ja, es natürlich die Schwarz-Weiß-Künstler, die hat es nicht gebockt. Mhm. Ja, aber es gibt sau viele Leute, die machen Farbrealismus und sowas, die sind gefickt. Ja, natürlich, safe, weißt du? Komplett. Da, da ist die ganze Existenz gefickt. Ne? Ja. Sind ja auch sogar diese Wasserfarben-Dinger und so. Ja. Wie heißt es denn nochmal? Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Geht ja alles in die Richtung. Also ja, auf jeden Fall, das Problem war natürlich, okay, Existenzen stehen auf dem Spiel. Man schließt sich zusammen, macht eine Petition. Fanden die natürlich nicht so cool, aber ist durchgegangen, ja. Und dann wurde halt, also das Grundding war, dass die eigentlich in die Kosmetik gegangen sind, da was geprüft haben wegen den Farben und sowas, wegen diesem Permanent-Make-up-Zeug und sowas. Da war irgendwas drin, was denen nicht gepasst hat. Ja, irgendein Stoff halt so. Ja, auf und den. Dann haben die das auf die Tattoo-Farben sind die aufmerksam geworden. Okay, finden wir das da auch? Haben die natürlich ein paar Farben gefunden, vom Markt genommen. Und natürlich, die Tattoo-Industrie hat natürlich sofort reagiert nach dieser Petition. Ja, safe. Es sind ja viele betroffen so. Und innerhalb von einem halben Jahr auch neue Farben rausgebracht. Das sind jetzt diese Reach-konformen Farben, ja. Aber das gibt's auch nur in Europa. Okay. So, in Amerika, überall tätowiert man noch mit den alten Farben. Ja, war auch ein mega Ding so, weil du musst sehen, das wurde jetzt so alles hektisch hergestellt so, und du hast keine Ahnung, kann ich die gleiche Qualität jetzt... Ja, so langzeitmäßig nichts getestet. Ja, langzeitmäßig, es ist nicht getestet so. Ja, ja. Also wir können dir das gleiche Tattoo mit den gleichen Farben machen jetzt, mit den neuen, aber kein Mensch kann dir sagen, so wird es in 5 Jahren noch gut aussehen. Genau, so wie die anderen. Und das ist jetzt gerade ein bisschen die Problematik, was man auch schon manchmal merkt bei manchen Farben, wo man dann ausweicht auf andere Farben und sowas. Ja, es gibt auch viele Tätowierer, man sieht es auf Conventions, man sieht es überall im Ausland und auch in Studios, weißt du, die haben dann die alten Farben unten als Künstlerfarbe oder so, was weiß ich. Ja, manche machen das so, wir jetzt nicht, aber es gibt so Leute, ja, weil die haben natürlich einfach diese Aufgabe, ja, wir machen das jetzt schon 5 oder 10 Jahre und wir müssen diese Qualität gewährleisten können, ja. Yeah. Und da haben die keine andere Wahl, als so ein bisschen so, weißt du, nebenher. Ja, safe. Ist ja nicht böse gemeint und sowas und es passiert ja auch nichts. Ja.
Es ist ja eigentlich sogar besser gemeint, wenn du dieses Altvertraute, den stichst. So. Ist halt Saukacke vom deutschen Staat, allgemein von der EU jetzt, dass sie das da verboten haben. Aber wirklich, wir sind auch das einzigste Land, wo da krass drüber geschaut wird. Also ja, ist ja auch wieder klar. In Karlsruhe zum Beispiel auf der Tattoo Convention, da sind dann so Leute von dem Gesundheitsamt da durchgelaufen, haben alles geprüft und sowas. Ne? Ja. Ich war jetzt schon auf anderen Conventions, überall in Nordrhein-Westfalen und sowas, da hat es keinen gebockt, so, da war niemand. Hm. Ne? Aber hier in Karlsruhe im Süden, so Polizeihochburg, ja, da wird sowieso immer dreimal geguckt, weißt natürlich. Du? Ja, das ist ein bisschen, nimmt auch die Lust irgendwie so bestimmt dem einen oder anderen, finde ich leider schade. Ne? Also. Safe. Ja, safe. Okay. Hast du so Tipps für ein erstes Tattoo? Für Leute, die sagen, ey, ich habe Bock auf ein Tattoo, so, aber ich will auch irgendwie nicht so 0815, gibt's natürlich auch Leute, würdest du da abraten so oder sagen, macht was Eigenes? Ich meine, du hast schon ein bisschen gesagt so, aber also, gerade als erstes Tattoo so? Ich würde auf jeden Fall vermeiden, auf jeden Fall alles, was mit jetzt Beziehung oder sowas zu tun hat. Ja, klar. Also natürlich. Mit Freundin oder irgendwas. Ja, das ist so, Bro, es hält eh nicht. Weißt du? ist so einfach. Das ist heutzutage hält sowieso gar nichts mehr. Lasst es. Was ich sagen kann, ja, ihr könnt gerne auf Pinterest gucken und sowas, was euch gefällt. Aber dann, wenn euch was gefällt, dann vielleicht einfach mal schauen, so, was ist das für ein Stil? In diesem Stil, gefällt mir der Stil wirklich? Einfach mal mit der Materie beschäftigen, ja? Mhm. Also, warum oldschool? Warum realistisch und sowas? Ja, will ich meinen Vater jetzt auf meine Arschbacke tätowieren? Ja, okay. Manche finden es cool, manche finden es nicht cool, ja? Was ist traditionell, ja? Seefahrer-Tattoos und sowas, ja? Diese typischen Sticker-Tattoos, sagt man, ja? Mhm. Sieht immer cool aus. Das sind zeitlose Designs, ja. Also das ist genauso wie in Mode, überall in Kunst. Ja, es gibt zeitlose Sachen und es gibt Trends. Und also als Tipp vom Tätowierer würde ich sagen, es ist ganz wichtig, so scheißt auf diese Trends, weil ihr macht diesen Trend mit. Das ist genauso wie ihr kauft euch jetzt 18-Jährige kaufen sich alles von Peso oder so ein Scheiß, dann ist ein 3 Monate später sagt jeder, ey, Peso, voller Hurensohn Scheiß, weißt du? Ja, und dann hast du dein ganzes Geld ausgegeben. Das ist ja nicht mal das Schlimme, aber bei einem Tattoo, das geht halt nicht weg. Ja, eben. Weißt du? Und deshalb einfach auf die Trends kacken. So schaut wirklich drauf, dass das wirklich ist, womit ihr euch identifizieren könnt. Fragt nicht, größte Fehler überhaupt, fragt nicht irgendwelche eure Freunde oder sowas, ist das cool? Einfach das machen, auf was du Bock hast halt. Digga, dein Freund, den siehst du vielleicht nach 10 Jahren nie wieder. Ja, okay, scheiß mal auf deine Meinung, weißt du? Ja, du brauchst eine eigene Meinung. Ich mach's ja für mich. Eben. Ich mach's ja, ich gehe ja damit ins Grab, nicht du, weißt du? Also scheiß mal auf deine Meinung. Macht es für euch. Also generell macht, egal was ihr macht, sowieso immer für euch. Ja weil niemand anderes hat irgendwie so Mitspracherecht bei eurem Scheiß, weißt du? Safe. Also das ist der wichtigste Tipp, einfach wirklich gucken, was gefällt mir. Kann ich mich damit identifizieren? Ja, wenn ich das tätowiert habe, werde ich mich cool damit fühlen. Nö. Weil darum geht's auch. Ja, das ist genauso wie in Mode. Du fühlst dich in den Sachen super. Ja, eben. Ja, du fühlst dich wohl. Ja, Mann. Und genauso muss mit dem Tattoo auch sein. Ja, Mann. Ja, also das ist eigentlich so das Einzige, was ich sagen kann. Ja, also wegen Motiven und sowas würde ich niemals was vorschlagen. Weil würde ich meinen Geschmack, ja. Ja, eben. Genau. Ja, Mann. Ja, safe. Hast du mal Intim-Tattoos gemacht so? Hast du mal ein Dick? Nee, würde ich auch nicht machen. Oh. Einfach aus dem Grund, dass der Schwanz muss steif sein. Okay. Wenn du, ich will jetzt nicht da irgendwelche steifen Schwänze da anfassen. Und muss nicht sein. Also ist nicht mein Ding. Also ja, und Pussys oder eine Pussy. Muss man auch oder an der Stelle sagen, so nichts jetzt antischwul oder so. Und die sowas, Pussy muss feucht sein dabei, oder was? Das wäre natürlich super, aber ja. Aber nee. Kam schon mal jemand rein, so in den Laden? Nee, also ja. Also gibt's auf jeden Fall schon die einen oder anderen. Ich habe auch von Kollegen und sowas schon gehört, Tattoo-Künstlern, Kollegen, dass die schon, also schon pikante Sachen, so, also Arschlöcher, Muschis, auch falsches Wort. Nee, egal, scheißegal. Ja, also da wird alles tätowiert, ja. Also es gibt für wirklich alles irgendwie so jemand, der das auf jeden Fall macht. Okay. Ja, nice. Aber ich bin's nicht, ne? So, welche Stelle schmerzt am meisten? Kann man das pauschal sagen? Oder was hat bei dir am meisten Schmerzen? Sag mal so, es gibt so einfach gewisse Stellen, ja, also. Also ich fand zum Beispiel Finger echt unangenehm. Ich habe jetzt nur was Kleines so, ne? Ja. Also ich kann dir sagen, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung selber vom Tätowieren,
Finger ist gottlos. Mhm. Gottlos, ja, eklig. Wie ein Messer eher. Als würde also, schneiden. Also wirklich, so, als würde ich mir die Finger abschneiden. Ich hasse das. Ja, ja, ja. Ich muss auch wieder nachstechen, aber ich habe keinen Bock. Ja, ja. Ne? Was ist noch schlimm? Ich fand Bauch, also hier unten am Kinn, das sieht man jetzt nicht, aber hier, mhm, okay, gottlos, ja, gottlos, also wirklich total schlimm. Gesicht total locker, was die meisten denken so, die Sicht muss ja total wehtun. Ja, ja, ja. Das tut gar nicht weh. Also du bist einfach so unter Adrenalin, ja, du spürst ja nichts. Okay, okay, ja, verschickt. Was noch weh tut, ja, Solarplexus. Ja, ich hab da, nämlich wo hier alle, so ein Auge, oh wo mein alle Gott, Nerven zusammenkommen. Ey, ich war so fertig nach dem Ding und es ist jetzt echt nicht groß, ich zeig's dir später mal. Ja. Wirklich, aber ich war danach, ich wollte noch essen gehen und so, weil ich dachte, hey, ist ein kleines Tattoo, geht easy, ja, fit. Also da muss man aber aufpassen, weil wenn du so eine Stelle tätowierst und sowas und du hast nicht richtig gefressen und sowas, du kannst auch krank werden, weil da, also dein, ja, dein Kreislauf geht hops. Ich bin danach heim, ja, und musste pennen. So. Ja, ja. Also viele safe. Leute werden auch krank und sowas danach. Ja, ja. Also ich kann dir sagen, Fuß ist ganz schlimm, Finger ganz schlimm, mhm, Solarplexus ganz schlimm, Rippe kommt drauf an, ja. Viele werden jetzt sagen, ja, Rippe war locker, ja. Aber, Digga, was hast du, Rippe, sowas, so einen kleinen Schriftzug, ja. Ich habe meine ganze, ich habe hier alles zugeballert. Ja, 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 ist ja auch voll dünn halt, also da ist halt dünne Haut. Überall, wo ja, so Knochen halt sind. Nee, so, es geht einfach, oder, immer nur um die Nerven, nicht um die, weil es gibt jetzt korpulente Leute, ja, die haben überall dicke Haut, ne. Okay, also, klar, ja, das ist keine Ausrede, das ist einfach nur wirklich, es hat was mit den Nerven zu tun. Und, ja, also Ellbogen ist auch ganz schlimm, mhm, ne? Das ist furchtbar, auch beim Abheilen und sowas. Knie ist... Ah, also würde ich sagen eine 7 von 10. Also okay, kann schon gut wehtun, ist aber eher beim Verheilen kacke, ja, weil dann das sich spannend mäßig, und immer wieder, mäßig, ne, anschwillt und sowas, ja, du stehst auf und auf einmal schießt dann ganz Blut da rein. Ja. Und oh shit, ja, 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 ja. Weißt du, wie ich meine, ja. Und ja, aber sonst ist alles wirklich erträglich, muss ich dir sagen, also sonst so von Frauen habe ich nur mitbekommen, ja, also so unterm Arsch halt, mhm, so diese Hinterbeine, ja, das soll, ja, das ist ziemlich fetzig, also tut schon krass weh anscheinend. Und sonst, ja, habe ich eigentlich alles gesagt, was krass weh tut, ne? Also okay, den Rest könnt ihr euch ruhig tätowieren, ne? Ja, perfekt. Was für Risiken bringt ein Tattoo mit sich? Also gibt's da irgendwelche Risiken so? Also ich denke mal, da muss, also wenn jemand jetzt zu dir ins Studio kommt und sich tätowieren lassen will, muss er sicherlich irgendwas unterschreiben, ob er Medikamente und so nimmt, oder? Genau, also da, genau, da gibt es sicherlich ein paar Risiken, oder? Also, kannst du da dazu was sagen so? Natürlich, es wäre natürlich von Vorteil, keine Drogen zu nehmen und keinen Alkohol am gleichen Tag oder am Tag vorher zu nehmen. Auch keine blutverdünnenden Medikamente, weil genau Drogen und Alkohol eben blutverdünnend sind. Ja. So, das ist an sich nichts Schlimmes, ja. Aber blutverdünnend heißt, ja, ich tätowiere dich jetzt, die Farbe kann vielleicht schlechter reingehen, weil du mehr blutest, ja. Ja, also mehr Tinte kommt raus wieder aus der Haut. Dadurch bleibt nicht genug drinne, nee, ja. Sollte aber jetzt das Tattoo so aussehen, als wäre es gut ab, gut drinne, ja. Nee. Dann kann es halt bei der Heilung trotzdem so sein, dass einfach viel Farbe einfach noch danach rauskommt, ja, ja, weil du einfach blutverdünnt, ja, 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 bist, ne. Also es ist eigentlich nur wegen der Heilung und sonst birgt Tätowieren nicht viele Risiken, ja. Also das größte Risiko hast du, wenn du einen Schmutzfink-Tätowierer hast, wenn du auf der Couch tätowiert wirst, ja, wo Cross-Kontamination ist, wo alles mit einem Handschuh angefasst wird und sowas. Ja, normalerweise, wenn du ans Handy gehst oder so, musst du schon Handschuhe wechseln. Ja, ja, ja. Weil du hast überall Bakterien. Natürlich, und sowas. Safe. Ja, keine Ahnung. Normalerweise die Hand, die kannst du theoretisch für alles benutzen, weil da hältst du nur die Maschine, ja. Ja. Würde man meinen. Ja, aber wenn ich dich tätowiere, dann spritzt ja trotzdem ein bisschen Blut und sowas, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Also alles wird kontaminiert, was du da anfährst und sowas. Und genauso bist du kontaminiert, wenn du dich anfängst irgendwie anzufassen oder irgendwas. Ja, klar. Und dann wieder auf die Haut, ganz schlimm. Okay, okay. Also da muss man wirklich einfach nur drauf achten, dass man da beim richtigen Tätowierer hockt und einfach, dass da auch die Vorkehrungen, sage ich mal, immer super sind. Also ja, man sieht es einfach, wie aufgebaut wird, ob das Studio clean ist. Ja, ja. Ob da alles schön eingewickelt wird, die Maschine, ob da immer neues Grip-Tape da ist, immer frisches Zewa. Einfach so typische hygienische Sachen, die jeder Mensch versteht, weißt du? Ja, ja. Ja, also wenn du so einen Tätowierer hast und im richtigen Studio bist, da hast du keine Bedenken. Okay, alles klar. Ja. Würde ich sagen. Ja, weil ich hab schon so gedacht, so keine Ahnung, also ich habe jetzt, als wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt bin oder so und eine Spritze bekomme oder so, da fragen die mich auch voll oft, da nehmen sie Medikamente. Ich nehme zum Beispiel Antidepressiva und da ist es auch blutverdünnt so. Und da muss man halt, da gibt es dann auch Probleme. So zum Beispiel, also wenn du Spritze beim Zahnarzt bekommst, ist es mit Adrenalin. Mit Adrenalin und verdünntes Blut ist nicht gut so. Deswegen also darf ich nur Spritze Thema, ohne Adrenalin bekommen. So. Zu dem Thema Antidepressiva kann ich dir auch sagen, haben wir auch ganz viele Kunden. Ja, tatütata, hätte niemals gedacht, dass irgendjemand mit Antidepressiva sich tätowieren lässt. Ja, aber
ist aber eigentlich kein Problem, ja. Also wir können dich trotzdem tätowieren, ja, aber du musst uns dann, wir schreiben dir dann auf, ja, wir haben dich aufgeklärt, es kann vielleicht schlechter abheilen, so und so, ja, du unterschreibst es und dann wirst du trotzdem tätowiert, ja. Yeah. Und es muss auch nicht 100% jedes Mal so sein, dass die Farbe nicht richtig drin bleibt und sowas, ja. Ja, natürlich. Es ist einfach nur die Gefahr. Ja, ja? Okay. Deshalb. Ja. Also, ja, ihr müsst euch ja absichern dann mäßig. So ja, natürlich, sowas. Safe, klar. Ja, weil erstens ist es halt der Name vom Studio, zweitens der Name vom Tätowierer, ja, der geht raus, irgendjemand von seinen Kollegen sagt so, ey, das ist voll kacke abgehalten. Ja, der hat es gestochen. Ah, ja. Aber keiner sagt so, ja, ich hab danach, war danach drei Tage wach und war truff irgendwo im Hotel oder sowas, weißt du? Ja, natürlich, safe. Sagt ja keiner, weißt du? Ja, klar. Das muss sich auch selber bewusst sein, wenn man jetzt sagt, ey, ich habe jetzt am Montag einen Termin, soll ich mir zweimal überlegen oder dreimal überlegen, ob ich jetzt am Freitag einen drauf mache, ne? Genau. Ja, safe. Was waren so deine längste Sitzung? Meine längste Sitzung war am Stück 8 Stunden. Wo du tätowiert hast? Ja. Boah, das ist auch krank, Mann. 8 Stunden am Stück, das ist ja höchste Konzentration auch, ne? Ah, ja. Ja, es fickt auch, extrem den Rücken, muss man sagen. Ja, weil, also natürlich als Tätowierer, wir versuchen immer so gerader Rücken und sowas, ja. Aber wenn du konzentriert bist, auf einmal, du fängst dann so an zu machen, da machst du irgendwelche Akrobatik, so. Du stehst dann, weißt, beugst dich drüber, um dann den Rücken richtig ranzukommen. Ja, also du bist ständig irgendwie in einer unbequemen Position, ja. Ja. Das wird dir dann aber erst halt nach spätestens 4-5 Stunden richtig klar, wenn dann alles anfängt weh zu tun. Ja, safe. Und am nächsten Tag musst du ja wieder das Gleiche machen. Ne? Ja, klar, natürlich. Also ist auch ein bisschen undankbar. Da kann ich dir ein Lied von singen, Alter, Digga, geisteskrank. Ich arbeite im Büro, Mann, das ist auch immer eklig so. Und als du tätowiert wurdest, was war da das Längste? Das waren 7 Stunden. Okay, da habe ich meine Wade machen lassen, da bin ich auch gestorben. Ja, ist auch also, so ein... War wirklich, also da hat alles wehgetan, meine Nerven waren durch. Ich habe angefangen zu zittern und sowas. Ja, krank. Ja. Das war krass, also wirklich. Also ich an sich würde auch so eine... Also ich würde mehr empfehlen, so alles bis 6 Stunden kann man machen, ja. Mhm. Manche Leute packen auch 8 Stunden, aber bei denen merkst du dann schon, da ist alles vorbei. Ist dann. Durch, die werden so. Danach krank. Ja, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden, aber so... In der Regel, so bei den Menschen ist nach 6 Stunden schon Schicht im Schlaf. Ja, ist ja auch ultra die Stresssituation für den Körper ja, und so. Ja, gerade für den Körper. Das merkst du manchmal kopfmäßig gar nicht, weil dein Körper macht das ja alles mit, Digga. Ja, safe, ja. Geistkrank. Würde ich sagen, machen wir die letzte Frage. Da geht noch was. Und dann, safe, ja, Mann. Und dann gehen wir Richtung Ende, so, würde ich schon sagen. Ja, können wir, ja. Bin dabei. Safe. Easy. Hast du noch eine Frage jetzt direkt? Ja, Mann. Wie viel hast du für deine Tattoos an deinem ganzen Körper ausgegeben? So, ich denke, viel hast du ja selber gestochen auch. Mehr oder weniger an den Beinen ein bisschen was gemacht, ja. Okay. Und was ist so dein Körperwert an Tattoos? Also mein Körper ist an Tattoos wert vielleicht 4.000 Euro. Okay, auch ordentlich. Aber jetzt merkst du, 4.000 ist übel wenig. Das ist ja fast meiner Wert. Also wenn du rechnest so, also fast, in einem normalen Studio zahlst du für einen kompletten Innenarm, ja. Das hat so 600 bis 800 Euro. Ich habe für den. Jetzt rechne mal das hoch und mein Körper ist fast zu. Ja, das ist geil. Ich habe 4.000 gezahlt. Also ja, ich habe schon mehr geschätzt, so auf jeden Fall. Da merkst du schon, ja, ich, wie gesagt, ich hatte, wo ich mich angefangen habe zu tätowieren, halt immer mit Tätowierern einfach, war ich sehr gut. Ja, also ich hatte auch damals einen besten Freund, dem seine Schwester war mit einem Tätowierer zusammen. Der war auch, der ist in Rastatt, hat richtig gutes Studio. Ja, da hast du es einfach billiger bekommen. Ja. Ist einfach so. Ne? Also liegt aber auch ein bisschen an dem Stil, den ich tätowiert habe. Ja? Nee. Realistic ist immer sauteuer, muss man so sagen. Also wenn du Realistic Rücken machst, dann kostet es bis zu 8.000 bis 10.000 Euro. Ah, ja. Okay. Ja, nur der Rücken. Null, nur der Null drin in dem Game, so. Ich kenne mich da gar nicht aus. Wenn du jetzt ein Oldschool-Tattoo machst, ja, dafür habe ich 250 Euro gezahlt für die Hand. Okay. Also normalerweise zahlst du heutzutage für eine Hand 400 Euro. Boah, Digga. Aber früher waren halt auch die Preise nochmal anders. Ja, natürlich, klar. Das merkst du halt auch, Heutzutage ist alles teurer geworden. Ja, true. Kommt ja da auch immer wieder ein bisschen auf Studio an, so. Also allein wenn ich jetzt gucke, so bei meinen Tattoos, so, das bei dem einen hat halt 500 gekostet und das andere in der gleichen Größe bei dem anderen Tätowierer halt 300. Ja, natürlich, oder so, aber das ist ganz leicht zu erklären auch, weil es gibt Tätowierer, die machen Stundenpreise. Klar, und andere machen Pauschalpreise. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, ja, du sagst, okay, das und das Tattoo in der Größe, und dann sage ich dir, okay, du zahlst dafür 400 Euro. Mhm. Ja? Andere Leute sind langsam, ja, oder machen extra langsam, weil die Stundenlohn bekommen in ihrem Studio. Die tätowieren dir das in 8 Stunden, dann zahlst halt 800 Euro. Ne? Ah ja, klar. Ja? Also da musst du. Daher kommt ich das ich bin mehr der Fan von Pauschalpreisen, weil das ist für den Kunden fair, das ist für mich fair, weil ich dann auch ganz genau weiß, wie lange ich brauche, ja. Und da ist Win-Win.
Ja, safe. Ja, safe. Das ja. ist einfach ja. so zum Kunden. Weil du willst den Kunden ja auch an dich binden. Ja, damit er, du willst er noch ein Tattoo will, soll er nochmal zu ja. dir kommen, so safe, ja. Auch klar. so Mundpropaganda ist ja, denke ich, in der Tattoo-Szene ja auch riesig so. Das ist ja. extrem wichtig, das ist dass sehr, wenn jemand wichtig. Zufrieden ist mit seinem Tattoo, spricht sich das rum. So, das ist, ja, klar. Da, dann also hört man von dem einen oder anderen Tattoo-Studio so, ey, das ist krass. Und dann gehen die Leute da eher hin, lassen sich zum Beispiel das erste Mal tätowieren, wie jemand, wo halt kein Mensch wo kennt. Du nicht kennst. Also so dazu kann ich nur sagen, also zum Beispiel, ich bin im Tattoo-Studio tätig, ja, und wenn ich von anderen Studios höre, dann höre ich immer nur was Schlechtes. Ja, und dann okay. immer auch nur von Kunden. Ja, ja, ah ja natürlich. Klar. Ich war da und da, der hat es voll verkackt. Ja, und dann guckst du das Tattoo an und es ist nicht mal so schlecht gemacht. Ja, also da kannst du vielleicht ein paar Sachen verbessern oder sowas, aber es ist keine schlechte Arbeit, ja. Ne. Ja, vielleicht ist es schlecht gepflegt worden, vielleicht hat der Tätowierer einen schlechten Tag, weil irgendwie erwartet auch jeder, dass wir funktionieren wie Roboter. Wir sind ja, das ist wie bei, nicht so. Digga, das ist wie ja? bei Ärzten, Digga. So, das ist, ja, ja. Jeder hat so. Mal einen schlechten Tag so genau. und ja, ja. das darf man eigentlich nicht merken, aber jeder kämpft mit sich selber so. Wenn du einen scheiß Tag hast, Alter, dann. Hey, probier mal so kopffrei ja, ja. das Ganze zu machen, ne? Safe. Ja. Und viele Tätowierer lassen sich natürlich auch von so Mundpropaganda sehr, sehr runterziehen. Also da, da gibt's genug, so, ja. Die dann, sag ich mal, so ein bisschen brechen, ja. ja. Weil da jetzt jemand schlecht über das Tattoo geredet hat. Aber das muss man runterschlucken in der Szene, ja. Mhm. Weil es wird immer schlecht geredet, gerade von Tätowierern über andere Tätowierer, weil du willst ja denen ihre Kunden haben und sowas. Na, klar, natürlich. Ein bisschen auch zweischneidiges Gleis da in dieser Szene, ne? Also, ja. Weil wir leben halt von den Kunden und es gibt halt nicht unendlich Kunden. Klar. Und selbst wenn du einen Kunden hast, der hat auch nur einen Körper, ne? Der hat nur eine Haut. Klar. Aber ich würde mal sagen, also ich, keine Ahnung, ich denke, das kannst du sicher beantworten. So, mir kommt so vor, dass auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren der Tattoo-Hype schon viel größer geworden ist. Also ich finde, es wächst und wächst und wächst. Jeder will Tattoos haben so. Ja. Und es ist im Moment, gerade in unserem Zeitalter so, eine Rarität schon, wenn du nicht tätowiert bist. Also ich finde, ich treffe selten Leute, die gar nicht tätowiert sind. Also safe, Minimum hat irgendjemand 1, 2 Tattoos so. Aber das finde ich auch gut so. Ja, weil, also ich finde es teilweise gut, teilweise schlecht, weil ein bisschen so der Sinn von Tätowieren, weil das war einfach was Besonderes immer, ja. Also ja, du, das ist einfach eine Art, sich selber auszudrücken. Das ist Kunst am eigenen Körper halt so. Safe. Ja, genau. Ja, und es ist halt nochmal was anderes, als wenn du jetzt ein Balenciaga-T-Shirt anhast. Ja? Ja? Okay. Können sich ein paar Leute nicht leisten. Ja, dadurch bist du vielleicht ein Stück besonderer. Aber ein Tattoo ist halt nochmal was anderes. Das ist schon so ein Statement. Guck mal, ich trage das für immer. Ja, ja, safe auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, safe. Da bin ich voll bei dir. Ja, Mann, safe. Yes, sir. Es ist halt auch einfach was Geiles, wie gesagt. Du hast es schon gerade ein bisschen angeschnitten. So, du kannst halt deine Ding, was du feierst, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zeigen und projizieren. Und deshalb finde ich es auch so geil, was du gesagt hast, so, wenn man so seinen ganzen Körper mit einem Artist zum Beispiel macht, oder lass es 3 vielleicht sein, so, wenn du wirklich full bist, so, dann ist machst auch du mega das Vertrauen. Du machst voll das Vertrauensding, du hast voll die Story mit dem Artist ja auch irgendwie so. Und ja, das muss schon so eine Beziehungsaushilfe. Eine Beziehung irgendwo sein, so, ja, Mann. Und das finde ich aber gerade auch das Geile so dran. Also, ich bin wirklich Riesenfan. Ja, also, ich muss auch sagen, da ist nicht unüblich, dass sich da mal eine Freundschaft oder so entwickelt, weißt du? Also ich hatte auch schon einen Kunden, mit dem bin ich auf ein Konzert gegangen, weißt du? Ja, klar, mit natürlich. Dem auf man hockt ja auch ein bisschen gegangen, aufeinander, bin ne? Bin mit dem zusammen in den Moshpit reingelegen, ja, weißt geil. Du? Und das ich habe den einen Tag vorher tätowiert, weißt du? Ja, nice. Ja, so. Ja schon sehr, sehr geil. Ja. Safe, man. Ja, Mann, dann kommen wir schon zum Song der Woche. Yes, sir. Yes, sir. Unser Gast darf auch immer anfangen. Was war dein Song der Woche? Welchen Track hast du also letzte Woche meistens gepumpt? Tatsächlich höre ich ja eigentlich fast nur Metal oder Rock, so Bring Me The Horizon, so Zeug, ne? Wird geil. Vielleicht jemand mein Begriff sein. Ja, geil. Aber tatsächlich, letzte Woche war ich so in diesem Film, da habe ich wieder erste Sonnenstrahlen und sowas, weißt du? Und ich höre gern Young Horn. Ja, also ich habe ja. den früher schon dieses 1-2-2-0 Album gefeiert. Ja, und ja. Iceblock war da mein Lied der Woche. Ja. Geistrank, im Auto nice, nice. Kommt es anders, ja. Stark, ja, stark. Schön, dass du jetzt in der Song der Woche Playlist ja, ist. Guter Track auf jeden Fall. Young Horn immer geil, safe. Ja, Mann. Ja, Mann. Yes, sir. Meine ist Soli, kam am Freitag raus. Kennst du den, Soli? Halt auch Deutschrap full so. Oh, bei Deutschrap bin ich schon lange raus. Ja, klar, ist auch ein bisschen so New Wave-mäßig so. Mhm. Aber sehr, sehr geil. WZF heißt der Track, also was zum Fick. Der hat den mit noch einem anderen rausgebracht. Maybach heißt der, glaube ich, gell, oder? Nee, Maybach heißt der Track, glaube ich, da zweite. Der andere, ist. Ja, das meine ich ja. Achso, ja, ist da, perfekt. Nee, das ist mit irgendeinem Producer noch, wo halt... Ach so, ja. Wieder als Feature sozusagen dabei ja, ja. steht, ne? Ja, aber keine Ahnung. Aber ja, man, der WZF geht auch so nach vorne so, hat, also du hast A Cappella am Anfang und dann kommt der Drop richtig hart so, ist auch sehr, sehr nice. Egal, Song. In welche Richtung geht es so? Also schon welchen so ein bisschen vergleichbar? Trap, man, schon ein bisschen Trap, Trap ja. So, ah, ja, okay. Man. Ich zeig's dir gleich mal. Dann kann ich mir was vorstellen. Ist auf jeden Fall nice, ja, man. Ja, Safe Soli ist nice, ja, man.
Ja, man, wie schon die letzten paar Wochen bin ich im Moment hardcore so auf Elektro. Mhm. Und letzte Woche hat Peggy Goo das neues Album gedroppt und ich feiere Peggy Goo. So, das ist eine, der Artist an sich ist, finde ich, sehr, sehr nice so. Und ja, die Mucke von der feiere ich auch geisteskrank. Und das wird dann diese Woche Back to One. Geiler Track. Immer schön, wenn Sonne rauskommt, man ein bisschen was trinkt, macht es immer auf jeden Fall Bock. Aber was ist das so für Elektro? Schon eher House-mäßig. So mäßig so, du hockst so im P10 oder sowas? Und aber schneller. Ja, also ja, also so nicht ganz chillig. Okay. Ja, okay. Man, ich bin nicht so tief in der Elektroschiene drin, dass ich jetzt sagen kann, was genau was ist so. Ich auch gar nicht. Deswegen. Da gibt es auch 1000 Begriffe, Alter. Ja, ich check da null. Ich schwöre, jeder kennt da 100 DJs, gell? Und ich kenne nicht mal einen. Ja, ich kenne auch beim Namen fast nie so. Die einzelnen Tracks dann so ist wieder was anderes, aber beim Namen, Digga, habe ich auch gar keinen. Scooter. Ja. Safe, Mann. Safe, Mann. Yes, also. Jetzt Song der Woche Playlist abchecken, Leute. Wisst Bescheid, gell? Yes, sir. Ja, Mann. Highlight der Woche. Was war dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche. Also da wir Montag haben, hatte ich noch kein Highlight, glaube ich. Letzte Woche. Aber nee, okay, aber heute hatte ich ein Highlight. Heute kam ein Kunde rein, den ich schon ein Anime-Tattoo gemacht habe. So ein, vielleicht, schau dir Naruto. Ja, Mann, geisteskrank. Er ist drin. Ja, von Sasuke, das Fluchmal. Ja. Von Itachi, der Ring. Von Sasuke, das Fluchmal, weißt du? Auf dem Schulterblatt. Der hat das gemacht. Geil. Und der kriegt jetzt von Tokyo Ghoul falls ihr Tokyo Ghoul kennt. Das sagt mir nichts leider. So ein Tausendfüßler mit so roten Lilien. Okay. Also richtig geiles Motiv. Brauche ich auch den ganzen Tag dafür. Mache ich am Freitag. Ich glaube, das ist bisher mein Highlight der Woche, ja. Okay. Nice. Ja, mein Highlight, ich kann es reinwerfen, war Sonntag gestern. Hier ODP chillen. War schon sehr geil. Sonne hat geil geschienen so. Ruf nicht. Ja, stimmt, ja. Ruf nicht. Kommst nächstes Mal cornern. Ja. Ruf nicht. Rumcornern. Nee, war echt nice so und auch Benne sehr korrekt, noch ein Daniel, der Home of Blues, mit dem wir schon Folge aufgenommen haben, in Dullach, ein Klamottenladen auch, war auch da, war auch nice mit dem nochmal zu quatschen so ein bisschen. Und Daydrinking halt immer gut, Alter, in der Sonne, oder? Macht halt Spaß. Ja. Deshalb immer. Safe Highlight, wenn ja, man. Safe. Ja, mein Highlight der Woche war auf jeden Fall der Samstag. Schön Steakhouse, ganzes Stück Fleisch reinziehen. Ja, ein ganzes Schwein. Das ist das Beste. Ja. Also Steakhouse kann ich euch das Beste empfehlen, Abaco. Ja, in Stuttgart. Mit dem heißen Stein, das ist das geilste Steak. Ja, safe. Der Umgebung hier. Sind doch sogar zwei Filialen, oder? In Stuttgart? Oder ja, ich glaube zwei, ja. Ja, Mann. Ja, safe, nice. Ja, Steakhouse, danach noch Emotionen. War schön auf jeden Fall. Macht halt immer Spaß, besoffen zu sein, ne? Ja, leider. Müssen auch mal weggehen, Alter. Marcel noch einpacken und so. Könnte schon geil werden, safe. Ja, Mann. Und somit wären wir an der Stelle. Am Ende. Vielen, vielen Dank wirklich auch, dass du kurzfristig eingesprungen bist, so. Ja, klar, immer gern. Also war auch sehr interessant, muss ich sagen. Ja, aber war auch gar nicht im Podcast. War ganz lustig, ja. Nice. Sehr korrekt. Dann, Freunde, wir wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag, einen wunderschönen Freitag, schönes Wochenende. Yes, wir hoffen, der Wind war okay. Haut rein. Haut rein. Peace. Ciao, ciao.